Ein Tipp, weil das auch unter einem der letzten Videos als Kommentar war von der Don. Vielen Dank dafür, auch für die Erinnerung. Das finde ich ist ein kurzes Video wert. Und zwar geht es darum, also es ist eigentlich ein ziemlich großes Thema. Zumindest du hast es auch für mich und ich denke mal auch, dass für ziemlich viele Menschen ist und dass es auch ein Puzzleteil ist, der oder welches eventuell fehlt im Gesamtbild. Und die Erfahrung, die ich jetzt halt auch kürzlich in den letzten Wochen stark gemacht habe, dass wenn also der Geist ist halt so, welcher halt herrscht über alles. Und das merkt man immer stärker und stärker, wenn man halt so einen Reinigungsweg geht. Aber es ist auch so, dass wenn man halt irgendwas isst, wovon man halt direkt merkt, dass es eine niedrige Schwingung hat oder dass es einen runterzieht, wenn man das halt merkt, und das habe ich immer stark gehabt schon, und es wird auch immer stärker, dann kann das halt nach hinten losgehen, wenn man halt noch nicht so weit ist, um darauf zu verzichten. Wobei man es auch nicht unbedingt muss. Denn durch diese niedrigen Schwingungen denkt man sich dann halt, ja, ich will das eigentlich nicht in meinem Körper haben, das gehört da eigentlich nicht rein, was auch richtig ist. Aber durch diese Denke entsteht dann ein Widerstand im Körper. Und dadurch erst wird der Effekt, der negative Effekt durch das, was man gegessen hat, erst so stark. Also er ist dennoch da, auch wenn man darauf meditiert, keinen Widerstand dagegen zu haben und es fließen zu lassen, loszulassen. Also es wird dann immer etwas anrichten im Körper, sag ich mal, aber auch wenn man dann damit zufrieden ist, trotzdem mit dem, was man dann gegessen hat, dann hat das halt nicht so eine starke Auswirkung, besonders nicht auf den Geist. Also man ist dann trotzdem glücklich, vielleicht sogar glücklicher. Und ja, das kann ich halt nur sehr stark empfehlen, weil ungefähr 99,99% der Menschen noch nicht so weit sind und ich selber gehöre noch dazu, dass man halt auf, sage ich mal, alles verzichten kann, was irgendwie Schaden anrichten kann. Und ich glaube, das ist sowieso nicht möglich, weil halt überall Gifte halt rumschwirren. Und deswegen kann man eigentlich von vornherein die Einstellung annehmen, dass man halt den Widerstand dagegen einfach auflöst. Obwohl man halt ständig und ständig das halt merkt. Und je reiner man ist, auch sensibler dafür wird. Ich merke es ja halt auch schon bei normalem Wasser oder Fruchtsäften, wie die Schwingung mich halt runterzieht. Weil die halt nicht meiner Eigenschwingung entspricht, weil die Eigenschwingung ist am höchsten, wenn halt nichts reinkommt in den Körper, weil der Körper halt selbst sustaining ist, also selbst erhaltend ist und dadurch seine höchste Schwingung dann erreicht und halten kann, wenn halt auch wirklich kein äußerer Einfluss da ist. Aber man kann halt, wie gesagt, auch meditieren und einfach den Widerstand loslassen, sodass die Schwingung einfach durch einen durchgeht. Weil wenn ein Widerstand da ist, dann geht die nicht so einfach durch einen durch, sondern ist halt länger in einem drin. Ist ja logisch, wenn da halt Widerstand ist und dadurch richtet das dann halt mehr an. Und ja, so kann man dann auch essen, was man möchte, wenn es halt nicht zu krass ist. Aber ich sag mal, in einem veganen Umfeld gibt es ja schon genug Sachen, die so gut schmecken, dass es eigentlich nichts mehr Besseres gibt, was man essen könnte und was dann halt trotzdem nicht krass ungesund ist. Und da in diesem Bereich kann man halt alles mal essen, was man möchte oder zu sich nehmen und das vielleicht auch einfach mal trainieren. Das habe ich jetzt die letzte Woche gemacht, dass ich jeden Tag wirklich was Gekochtes gegessen habe und auch Schleimbildendes. Das ja halt trainiere durch Meditation die Schwingung teilweise halt meine Schwingung anzupassen, meine eigenen Schwingung und ja einfach den Widerstand zu lösen und ja trotzdem weiterzumachen, sage ich mal. Und es hat eigentlich sehr gut geklappt, also ich fühle mich sogar besser als ich komplett frutarisch gegessen hatte, aber ich bin trotzdem weniger leistungsfähig. Also es hat auf den Körper halt trotzdem noch eine Auswirkung, aber der Geist ist trotzdem freudiger. Und da gilt es dann einfach so eine individuelle Balance zu finden, die sich aber auch immer halt verschiebt. Und das ist immer
Das muss man immer im Moment sehen, was im Moment halt ansteht. Man kann da eigentlich überhaupt nichts planen, weil es keine Zukunft gibt und auch keine Vergangenheit gibt. Und das merke ich stark, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen grünen Tee mache, weil ich da irgendwie Lust drauf habe, aber in der Zeit, wo ich den dann zubereitet habe, habe ich dann irgendwie keine Lust mehr auf einen grünen Tee. Weil schon eine andere Realität dann ist die Zeit, also der Moment, wo ich dann drauf Lust hatte, der Moment existiert einfach gar nicht mehr. Da, wo ich das dann zubereitet habe, dann habe ich da irgendwie keine Lust mehr drauf vielleicht. Und deswegen esse ich dann einfach die meiste Zeit nichts, weil ich halt so merke, ja, vielleicht habe ich dann gar keine Lust mehr drauf. Bei Obst ist das natürlich einfacher. Das kann man halt direkt nehmen und essen. Aber ich warte dann trotzdem halt ein bisschen, weil vielleicht habe ich dann noch gar keine Lust mehr drauf. Und dann fühle ich mich dann noch besser, weil ich dann halt nicht wieder meditieren muss, dass da halt, dass mich das nicht so beeinflusst und so weiter. Sondern ich bin einfach komplett in meiner eigenen Schwingung. Und wenn ich dann halt Lust habe auf was Gekochtes oder sowas, dann bereite ich das zu. Und vielleicht vergeht mir die Lust, vielleicht vergeht mir die nicht und dann esse ich das auch. Und das habe ich halt auch in den letzten Kochvideos oder in den ersten zwei Kochvideos auch erwähnt, dass das dann halt wirklich so gut geschmeckt hat und auch gerade gepasst hat, dass ich das dann halt gegessen habe. Und das erzeugt dann auch Freude und das erzeugt dann auch wiederum Energie. Und ja, ich habe da eigentlich keine Probleme mit so. Und was ich noch gemerkt habe, ist, dass mir mit der frutarischen Ernährung, in Anführungszeichen, das ist ja keine Ernährung, sondern eine Reinigung, weil man halt nie vom Essen leben kann. Damit habe ich auch gemerkt, dass mir persönlich, also es ist halt immer individuell, aber mir persönlich hat da stark die Erdung gefehlt, trotz dass ich häufiger in der Natur war, trotz dass ich Sport gemacht habe, in den letzten Wochen auch wieder täglich, auch mehrfach täglich, trotz dass ich meditiert habe, mich zu erden und so weiter. Es hat einfach nicht gereicht. Also das Frutarische, das war einfach zu rein und ja, also da habe ich halt gemerkt, dass mir dann einfach die Erdung in dem Sinne fehlt, dass irgendwie alles nichtig geworden ist. Also alles ist irgendwie unwichtig geworden und man kriegt dann einfach diese Dinge, diese, sag ich mal, Dinge, die in dieser 3D-Realität oder Physikalität sind, die kriegt man einfach nicht mehr so gebacken. Also es war bei mir jetzt zumindest so. Das fällt einem dann einfach total schwer, weil das halt so dicht alles ist. Das ist aber halt wirklich, wie gesagt, individuell. Also nach dem 6-tägigen Trockenfasten war es schon so, dass ich gemerkt habe, ja, ich brauche jetzt eigentlich nichts unbedingt. Und dann hatte ich eine Auseinandersetzung und dieser Stress, diese negativen Energien waren dann so groß und es kam so unvorbereitet, dass ich dann Lust hatte, Wasser zu trinken. Das war dann halt sozusagen die Erdung. Das heißt, es gibt immer Situationen, die man nicht voraussieht, wo man dann doch noch nicht ja, ganz vorbereitet ist, diese so zu verarbeiten, auch durch Meditation, durchs Geistige, dass man dann nichts Externes mehr verlangt, sage ich mal. Ja, und wie gesagt, habe ich jetzt keine Probleme mehr, irgendwie zurückzugehen oder vorwärts zu gehen. Für mich ist das alles das Gleiche irgendwie. Also, das macht für mich einfach gar keinen Unterschied mehr und das hat sowieso mit dem Bewusstsein immer zu tun und das Bewusstsein ist sowieso der Regler und der Vorgeber, wie Dinge sind, wie sie sich anfühlen. Und ich versuche aber trotzdem mehr wieder in diese Richtung zu kommen, weil meine Balance ist schon da. Also ich komme halt, fühle mich halt schon am besten mit einer sehr reinen Ernährung, sage ich mal. Aber ich gehe halt nicht so weit, dass es dann halt wieder anstrengend wird. Das habe ich jetzt halt nur gemacht. Das war jetzt auch nicht falsch, dass ich das immer so gemacht habe, sondern das habe ich halt nur gemacht, um halt gewisse Erfahrungen zu machen und halt zu wissen, wie die Dinge für mich funktionieren und eventuell auch relativ allgemein funktionieren können. Ja, und um mir halt zu beweisen, dass mein Gefühl halt richtig ist und die ganzen Sorgen und Ängste der anderen zwar begründet sind, aber nicht zutreffen, in letzter Konsequenz zumindest, zwar zutreffen können, theoretisch, aber es halt die Ängste und Befürchtungen und Glaubenssätze der anderen sind und nicht der meiner und dass die meiner halt wirklich wahr sind, wenn ich die halt mit meinem Herzen verfolge.
Und die Erfahrung habe ich jetzt gemacht und das war mir halt so das Wichtigste. Und jetzt kann ich auch zurückgehen, wie ich halt möchte. Und das sieht dann halt auch so aus, dass ich hatte ja angesprochen, dass ich halt auch Schleimbildendes zum Beispiel in der letzten Woche zu mir genommen habe. Das mache ich dann einfach so, wenn ich dann halt Bio-Nudeln nehme oder so, Nudeln, dass ich die dann anröste oder richtig gut röste, dann wird das Schleimbildende zumindest reduziert, weil mir geht es halt sowieso nur um die Aromen und den Geschmack. Und dann mache ich mir dann halt vielleicht etliche Brennnesseln dazu, vielleicht noch Brennnesselsamen anrösten, vielleicht noch ein paar Walnüsse und mache mir dann halt eine salzarme Soße, weil mit Salz komme ich persönlich überhaupt nicht gut klar. Also ich komme besser mit klar, zwei salzlose Pizzen zu essen, zumindest Bio, als eine halbe mit Salz, also, oder halt sogar ein Stück. Mit Salz, die sind ja öfters stark gesalzen, also da komme ich, also mit Salz komme ich überhaupt nicht klar. Auch nicht durch Meditation, also so weit bin ich dann nicht. Das kann aber auch halt was Individuelles sein. Muss nicht bei jedem so sein. Ja, aber meistens habe ich eigentlich gar kein Bedürfnis danach. Mich zieht's immer noch stark zu Obstsäften, aber zu Smoothies auch. Und ich werde da halt auch zum Beispiel ein Banane-Heidelbeer-Smoothie, dass ich gefrorene Heidelbeeren habe und dann Bananen dazu, Wasser dazu. Das heißt, ja, Bananen sind halt auch relativ günstig, die kriege ich dann momentan ganz gut. Das heißt, ich mache auch wieder solche Fehlkombinationen, sage ich mal, saures Obst mit süßem Obst, Heidelbeeren oder Beeren, allgemein saures Obst. Und tue dann halt auch Wasser bei und Bananen sind ja schon eigentlich nicht optimal, weil die eigentlich dehydrieren. Deswegen tue ich halt auch Wasser dabei. Und dann ist das halt noch gehäckselt, sage ich mal. Also ist halt alles nicht mehr komplett natürlich. Aber die Früchte sind ja auch nicht mehr an sich nicht natürlich. Aber das ist mir jetzt alles nicht mehr so wichtig. Ich mache dann solche Smoothies. Manchmal nehme ich auch gekaufte Säfte. Klar, die übersäuern den Körper und so weiter. Aber wenn ich dann halt wirklich, wie gesagt, keinen Widerstand dagegen habe, dann merke ich davon wirklich nichts. Und das kann man eigentlich unendlich weiterführen, die Meditation. Und selbst wenn es dann halt die Leistung mindert oder irgendwas, man ist einfach trotzdem damit zufrieden. Und deswegen, ich habe auch öfters, sage ich mal, negative Zustände, allgemein auch, also Verstimmungszustände. Aber mich interessiert das eigentlich gar nicht. Die sind einfach da und ich akzeptiere das einfach. Und dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, das ist unrealistisch, dass es halt nur diese eine freudige, glückliche Seite gibt. Also es kann sein, dass das irgendwann halt möglich ist, aber mir ist das überhaupt nicht wichtig, sowas zu erreichen. Also ich akzeptiere das einfach alles und ja, öfters macht sich das Umfeld dann auch Sorgen um einen, verständlicherweise, aber für die ist das dann, glaube ich, schlimmer als für mich selber, wenn sie sich halt Sorgen drum machen. Weil mir ist es eigentlich total egal, auch wenn ich jetzt irgendwie 100 Jahre lang irgendwo eingesperrt wäre, wäre mir eigentlich total egal, muss ich sagen. Also ich nehme es einfach an und durch die Meditation und einen starken Geist wird einem sowas wirklich halt egal. Ja. Okay, ich hatte ja eigentlich gesagt, kurzes Video, ich mache dann mal hier schon.